Kyabuden. International Gericht ist Kyabuden. Das heißt Reis mit Fisch und Gemüse. Es besteht aus Gewürzen, Reis und Tomaten und frischem Fisch. Wird in einem großen Schüssel serviert und gegessen. Zusammen mit Verwandten, Eltern, Freunden und Fremden, die Finger in einem Dampfschüssel Kyabuden zu tauchen, hat eine tiefe kulturelle Bedeutung, denn die Symbolik der großen Schüssel, um die alle erinnern sitzen oder opfern, ist der Bedeutungspreis. Der Preis bedeutet Schöpfungsfähigkeit. Jeder ist gleich weit vom Essen entfernt. Alle sind gleichgestellt. Oft wird auch zu Mittag Yassa gegessen. Das heißt, Reis mit Gewürzen, Hähnchen und Zwiebelsoße. Und am Abend essen wir meistens Couscous mit Fisch und Tomatensoße oder mit Fleisch und Ernstsoße. Die senegalesische Küche ist aber sehr scharf. Nach dem Essen wird ihm ein grüner Tee gekocht und dann das zeremonielle Tee trinken kann oft eine Weile dauern. Oh,